Ron ist verschwunden und die Weasleys stecken in einer Zwickmühle. Denn obwohl Harry und Hermine ihr Bestes geben, wird Ron noch immer vermisst. Können sie ihn aus den Händen der Unverzeihlichen retten, bevor es zu spät ist? Genau das erfahren wir morgen, Montag, 5. April ab 20 Uhr im nächsten brillanten Event Zwickmühle eines Weasleys Teil 1 und damit das erste brillante Event im April. Das Ganze geht dann eine Woche bis zum 12. April und endet da um 20 Uhr und merkt euch schon mal, Montag ist jetzt brillanter Event Start und Endtag. Ich weiß nicht, ob das in den nächsten Monaten so bleibt, aber ich habe mal im Discord nachgefragt und Lolas Aussage klang so, als wäre das jetzt verschoben worden. Also merkt euch, der Montag ist es ab jetzt. Und wie immer finden wir tolle, brillante Faunables. Und zwar sind das folgende. Der Besitzer George Weasley finden wir als Spur auf der Karte. Die Kotzpastillenauslage ebenfalls als Spur auf der Karte. Dann Papa Arthur Weasley finden wir in Zauberer-Herausforderungen. Das Instant-Finsternispulver bekommen wir aus Portkeys bzw. als Belohnung der Bonusaufträge. Und als kleine Erklärung, was ist denn Instant-Finsternispulver? Das aus Peru importierte Pulver muss nur in die Luft geworfen werden und verbreitet dann sofort eine völlige, undurchdringliche Finsternis um sich herum. Kein gewöhnliches Licht, kein Lumos oder Incendio oder durch einen anderen Zauber hervorgerufenes Licht kommt gegen die Stockdunkelheit an. Damit ihr das wisst. Und zuletzt noch der Stand mit Liebestränken, den bekommen wir als Questbelohnung für erstmal Spezialaufträge. Blatt 1 von 4. Sammelt 2 Trankzutaten oder Portkeys auf. Braut 3 Tränke, denkt dran vorbrauen und befreit 12-mal brillante Kotzpastillenauslage. Dann sind wir bei Blatt 2 von 4. Zaubert 13-mal Ibublio und zwar mindestens gut. Dann wendet 5-mal Meisteranmerkungen an und befreit 12-mal den brillanten Besitzer George Weasley. Dann Blatt 3 von 4. Verdient 7000 Erfahrungspunkte mit Spuren. Denkt dran, ein Berufius Gehirnelixier hilft da weiter. Sammelt 5 brillante Runensteine des Events, also das Register erst jetzt öffnen, beziehungsweise die Registerseite der brillanten Events und dann besiegt 15 Gegner in Zauberer-Herausforderungen und dann sind wir beim Blatt 4 von 4. Zaubert 13-mal Ibublio, mindestens großartig. Verdient 7500 Erfahrungspunkte mit Zauberer-Herausforderungen. Auch hier hilft ein Berufius Gehirnelixier und sammelt 3 Fragmente vom brillanten Arthur Weasley. Dafür braucht ihr Runensteine des Events und dann nutzt ihr diese in Zauberer-Herausforderungen. Und hat man das abgeschlossen? Für das Ganze gibt es tolle Belohnungen und zwar unter anderem ein Berufius Gehirnelixier, einen Silberschlüssel, 50 Goldmünzen, 3 Zauberbücher, 15 Bücher aus der verbotenen Abteilung und 5 Bücher der Verteidigung gegen die dunklen Künste. Grundsätzlich wird die Spawnrate aller Faunables erhöht, die mit dem Zauber Ibublio befreit werden. Grundsätzlich spawnen diese häufiger und natürlich auch mit dem Tunikum zur Spurenentdeckung und das sind dann insgesamt folgende. Neben dem brillanten Besitzer George Weasley und der brillanten Kotzpastillenauslage, die öfter spawnen, sehen wir öfters den Irrwichtschrank, Verteidigung gegen die dunklen Künste, Lehrsaal der Familie, die Hogwarts-Schule, das magische Megafon vom Blatt Weltmeisterschaft Arena der Familie Magische Spiele und Sportarten, das Feuerwerk der Weasleys, Raum der Wünsche 1 der Familie Legenden von Hogwarts, der Babynifler vom Blatt Newts Koffer der Familie Magiezoologie, das Haus aus Zauberschnippschnappkarten vom Blatt Hogwarts Quidditchfeld der Familie Magische Spiele und Sportarten und Professor Flitwick Wandernde Treppen der Familie Hogwarts Schule. Und haben wir das alles abgeschlossen,
gibt es Bonusaufträge. Platziert 5 Bilder auf der brillanten Registerseite des Events, also denkt dran, vorher nichts platzieren. Besiegt 20 beeindruckende Gegner in Zauberer-Herausforderungen. Das sind die mit den 2 Sternen. Mein Tipp ist die Turmkammer 1 dafür. Dann verdient 12.500 Erfahrungspunkte mit Spuren und Zauberer-Herausforderungen, also beides zählt dafür. Und hier hilft auch wieder ein Berufius-Gehirnelixier. Gewinnt in der höchsten freigeschalteten Festungskammer. Kommt dafür gerne in unseren Discord, wenn ihr Leute zum Zocken sucht. Und zaubert 20 Mal Ibublio, mindestens großartig. Und dafür gibt es Belohnungen. Unter anderem ein Berufius-Gehirnelixier, einen Silberschlüssel, ein Zauberbuch und 5 Bücher der Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und zum Abschluss gibt es wie immer die Bundles. Zunächst ein kostenloses Geschenk mit Trankzutaten und 25 Zauberenergie, dann ein braunes Door-Pack mit 5 Silberschlüsseln und 100 Zauberenergie für 450 Goldmünzen, ein lila Door-Pack mit 5 Berufius-Gehirnelixier, 10 Extimulo-Tränken, 5 Tonikum zur Spurenentdeckung und 30 Zauberenergie für 800 Goldmünzen und ein grünes Door-Pack mit 10 starken Extimulo-Tränken, 10 effektiven Extimulo-Tränken, 5 Gripsschärfungstränken, 10 Silberschlüsseln und 150 Zauberenergie für 2100 Goldmünzen. Und das war's. Und zum Abschluss wünsche ich euch natürlich noch ein schönes Restwochenende, einen schönen Ostersonntag, morgen einen schönen Ostermontag. Genießt die Feiertage und startet dann am Dienstag mit vollem Elan in die neue Woche. Und morgen viel Spaß mit dem Event. Und zum Abschluss sage ich wie immer vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund, tschö und gerne bis zum nächsten Mal.